Hallo liebe YouTube-Freunde, heute spreche ich über die Konstellationen für den Monat Juli 2021 und was uns Nostradamus prophezeit. Ein Monat mit viel Auf und Ab steht uns bevor und das wird von uns weit mehr als nur Disziplin verlangt. Die Sonne steht über Pluto gegenüber, Venus und Mars dem Saturn. Wie könnte man solchem Übermaß mit so vielen Spannungen nur gewachsen sein? Es kommt, wie es kommen muss. Denn es werden Demonstrationen gegen den Frevel der Natur geben und auch nicht friedlich abgehen. Es kommt zu heftigen und gewalttätigen Protesten, zuletzt zur größten Gewalt. Es bildet sich eine Gruppe, die losziehen wird, um die Schuldigen für ihr Versagen zu ermorden. So ist es ratsam, diesen Monat besonders mit vielen Liebenswürdigkeiten ohne jegliche Aggressivitäten zu gestalten. Das ist nötig und man sollte keinen Anstoß an denen nehmen, die immer häufiger auf die Straße gehen, um gegen die Zerstörung zu protestieren. Nostradamus hat vor nichts anderem gewarnt als vor Naturkatastrophen. Diese werden noch schlimmer werden und Nostradamus spricht von langem Regen am Nordpol und dass es zu Wetterkatastrophen kommen wird. Und das ist für uns kaum unvorstellbar. Von Zerstörungen, von Wiesen und Wäldern und auch davon, dass auf den Feldern nichts mehr wachsen kann und die kläglichen Ernten ungenießbare Früchte bringen. Im Herbst soll ein Schnee die gesamte Ernte vernichten. Die Prophezeiung Nostradamus lautet für Juli. 8. Zenturie, Vers 19. Um die große, verstörte Mütze wegzuschaffen, um ein Flammenzeichen zu setzen, marschieren die Roten los. Die Familie wird nahezu gänzlich niedergestreckt. Die Roten töten die Roten im Mord. Hier schildert Nostradamus eine kommende Hungersnot, die so groß sein wird, dass sich junge Menschen in ihrem Zorn aufmachen werden, um jene, die nichts gegen die Zerstörung der Natur unternommen haben, zu ermorden. Sie machen sich auf, zuerst die regierenden Chefs umzubringen, weil diese versagt haben, gegen die Zerstörung der Natur zu handeln. Erst jetzt haben sie begonnen, zaghaft zu planen, in einigen Jahren zu beginnen, die größten Dreckschleudern abzuschaffen. Als wäre es nicht bereits schon zu spät. Die Roten, so nennt Nostradamus diese Leute, damit sind nicht etwa die Sozialisten gemeint, ziehen also gegen die Regierungschef. Zuerst wird ein angesehener Politiker von Frankreich ermordet. Die Bande wird auch nicht vor dem Vatikan Halt machen, um dort alle Kardinäle zu ermorden. Der Papst allerdings bleibt verschont. Er wird aber entführt und niemand wird je erfahren, wohin man ihn gebracht hat. Danach wird es keinen Papst mehr geben. Der junge Mann in Frankreich, der die Regierung übernimmt, Nostradamus nennt ihn Chiron, wird auch die Regierung des Vatikans übernehmen, ohne selbst Papst zu werden. Ja, das sind alles gar keine schönen Prognosen, die der Nostradamus hier also genannt hat, aber wir können es nur gemeinsam schaffen. Und es muss uns endlich klar werden, auf die Dinge, die der Natur schadet, zu verzichten. Dazu benötigen wir sofort und unverzüglich sehr viel Disziplin. Denn eines muss uns endlich bewusst werden, die Natur braucht uns nicht, wir aber die Natur. Also packen wir es an,
denn sonst wird es zu spät sein, wenn es jetzt nicht schon ist. In Liebe, eure Deria.